بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind jetzt mit dem fünften Kapitel, mit dem fünften Unterricht, الدرس الخامس. Und haben wieder einen neuen Text. Und hier werden wir etwas Neues lernen. Deswegen möchte ich sowas wie eine kleine Wiederholung oder so, eine Erinnerung. Wir hatten als erstes den Un und haben gesagt, wenn bei einem ganz normalen Satz haben zwei Wörter immer dieses Un. As-sama'u, safiatun. Danach haben wir die Huruf al-Jar, die Präposition genommen. Einige. Und haben gesagt, nach einer Präposition kommt dann In oder I, je nachdem. Jetzt werden wir nicht die Präposition, also wir werden jetzt was anderes lernen, und zwar den Genitiv sozusagen, wenn man das so übersetzen kann, den Genitiv. Und fangen wir dann mit dem Hiwar an, mit dem Dialog. Sa'idun, der sagt, Sa'idun sagt, Akitabu Muhammadin. Ich glaube, du hast ein Problem. Ja? Du warst gerade die ganze Zeit weg bei mir. Habt ihr mich nicht gehört? Ich habe dich nicht gehört. Ich weiß bei Hüseyin nicht. Ich habe gehört. Keine ich habe es erstmal gehört. Also Hüseyin. Kannst du bitte wiederholen, dann, weil bei mir warst du komplett weg. Okay. Wiederholen. Also ich habe gesagt, dass wir hatten früher Un, also wenn wir Un sagen, wenn wir U sagen, und wir hatten auch In und I. Wir haben gesagt, nach einem Harf Jar, und wir haben vier Huruf Jar Präpositionen gelernt, dieses Ala, Fi und so weiter. Da haben wir gesagt, das Wort danach bekommt ein In oder I, weil es ungefähr so wie Dativ ist, ungefähr. Jetzt werden wir den Genitiv lernen. Also zum Beispiel das Buch des Kindes. Jetzt, wie das aussehen wird, werden wir jetzt in dem Dialog sehen. Und hier redet dann zum Beispiel Sa'id. Sa'id sagt, Akitabu Muhammadin hava ya yasiru. Akitabu, ist das Buch Muhammad, von Muhammad? Oder ist das Muhammads Buch? Hava ya yasiru. O Yasir. Yasir antwortet, La. Nein. Hava kitabu Hamidin. Dies ist das Buch, oder dies ist Hamids Buch. Okay? Sa'id sagt dann, Aina kitabu Muhammadin. Wo ist das Buch von Muhammad? Yasir, huwa ala al-maktabi hunak. Es, das Buch, ist auf dem Schreibtisch dort, hunak. Huna ist hier. Hunaka und dort. Genauso wie hava und dhalika. Sa'id sagt dann, Aina daftaru ammarin. Wo ist das Heft von Ammar? Yasir, huwa ala maktabil mudarrisi. Das Buch, also es, ist auf dem Schreibtisch des Lehrers. Sa'id, qalamu man hava ya Ali. Stift wessen oder wem ist das? O Ali. Ali, hava qalamu al mudarrisi. Das ist der Stift des Lehrers. Damit ich das auch nicht vergesse, ihr habt bemerkt, zum Beispiel bei هذا قلم المدرس, القلم ist weg. Warum? Weil der قلم bestimmt wird durch das nächste Wort. Und deswegen haben wir nicht, eigentlich wäre es oder das ist ein Stift, هذا قلم, وَهَذَا الْقَلَمُ und dieses Stift. Und hier haben wir L weggemacht, weil es bestimmt worden ist mit dem Mudarris, mit dem Lehrer hier. Sa'id, أَيْنَا
Haqibatul Mudarrisi. Wo ist die Tasche des Lehrers? Ali. Hiya tahtal maktabi. Sie ist unter dem Schreibtisch. Bis hierhin habt ihr irgendwelche Fragen? Warum hat man jetzt immer eigentlich I am Ende? Also ein Kisra am Ende? Genau. Der Genitiv im Arabischen ist genauso wie beim Dativ. Also es bekommt ein Kisra. So. Okay. Also haben wir jetzt, bis jetzt gelernt, wann wir Domme machen und wann wir Kisra machen. Und ja. Domme machen wir, wenn es Nominativ ist oder in einem nominativen Satz ist. Kesra, wenn es Dativ ist oder Genitiv ist. Okay. Okay. Und dann kommen wir zu den Übungen. Tamarin. Ajib an al-Asila al-Athiyan. Beantworte oder antworte die kommenden Fragen. Fangen wir mit dir an, Hussein. Aina kitabu Muhammadin? Antworten, oder? Genau. Was ist die Frage, oder was heißt die Frage? Die Frage ist, wo ist das Buch von Muhammad? Genau. Und die Antwort ist, huwa ala al-maktabi hunak. Genau, kannst du sagen. Ahmed? Zweiter. Eine Kitabu Ammarin. Ammarin, genau. Im Moment, wo war das Buch von ihm nochmal? Hier haben die, glaube ich, also nicht so also deutlich gemacht. Weil hier bei Ammar steht doch Dings. Defter. Genau. Da haben die was soll ich antworten? Das Defter trotzdem antworten? Genau, als würden die Kitab mit Defter das gleiche meinen. Okay, dann huwa ala maktabil mudarris. Mudarrisin. Mudarri. Mudarri. Nicht mudarrisin? Fast war richtig. Aber hier gibt es ein Elf, also L. Ach so. Huwa, was gut. Huwa ala maktabil mudarrisin? Mudarrisi. Ach so, si nur. Wir machen nur ein Kesra, weil es schon bestimmt ist. Okay. Aber hier, das wollte ich auch sagen. Maktabil mudarrisi. Wir haben nicht maktabin gesagt, weil ich ja schon davor gesagt habe in der Mitte, dass Maktab, Schreibtisch, ist schon bestimmt. Also auf dem Schreibtisch des Lehrers. Und weil Maktab schon bestimmt ist, also von Bedeutung her aus, nicht von der Schrift aus, sagen wir nicht Maktabin, sondern sagen wir Maktabi. Habt ihr es verstanden? Ja. Okay. Also an sich ja, aber ich verstehe nicht. Man liest ja Maktab zuerst mal, also bevor man Maktab liest, sieht man ja gar nicht, dass Al-Mudarris kommt. Also sozusagen, dass das Al-Mudarris das Maktab bestimmt. Ich verstehe es, aber ich finde es ein bisschen komisch. Also dadurch, dass man jetzt im Deutsch so lernt, halt, dass zum Beispiel des und danach Lehrers kommt. Also zuerst dieser Artikel sozusagen, zuerst die Bestimmung und dann das Wort sozusagen. Und da hat man halt ein bisschen, ist halt etwas ungewohnt, aber ansonsten verstehe ich es. Ja. Also mit der Zeit wird man sich daran gewöhnen. Also da, irgendwann kommt dann irgendwie dieses. Also eigentlich, die Araber früher, also jetzt gehen wir ein bisschen aus dem Thema raus, der Koran zum Beispiel, der war ja nicht so, wie wir den jetzt haben. Zum Beispiel, es gab keine Punkte, es gab keine Haraka. Sogar die Striche, zum Beispiel Dot und Ta, also Sot, Dot, Ta, Sa, die waren alle gleich. Krass. Und trotzdem konnten die Araber das alles verstehen und alles lesen. Es gibt natürlich zu diesem Thema sehr viele Geschichten. Also wo einige zum Beispiel, die gelernt haben, Koran gelesen haben und dann ein ganz normaler Arabi, also ein Araber aus der Wüste, der in der Wüste lebt, den Koran hört und dann nachher sagt, das kann nicht Allahs Wörter sein.
Und dann sagt er, warum? Und dann kommt er durch die Bedeutung und sagt, das kann nicht hier kommen, weil sonst wäre die Bedeutung ganz anders. Und so verstehen wir das dann. Okay. Jetzt wieder Hussein. Drei. Eine Haqibatul Mudarrisi. Oder Haqibatil Mudarrisi? Haqibatul. Haqibatul Mudarrisi. Weil das ist sowas wie dein Ohm. Warte mal. Achso, weil davor keine Präposition ist, oder? Genau. Okay, hier تحت المكتب. Genau, super. Okay, jetzt die nächste Seite. Hier haben wir أضف الكلمة الأولى إلى الثانية. Also wir fügen oder kombinieren eben das erste Wort mit dem zweiten Wort. Wir haben hier zwei Beispiele. Rechts erst, Kitabun haben wir und Muhammadun. Und daraus haben wir dann es verbunden, genitiv gemacht. Kitabu Muhammadin. Das Buch Muhammads. Genau links, das gleiche. Maktabun haben wir und Al-Mudarrisu. Maktabul Mudarrisi. Wir machen dann, jeder macht eine Zeile, also fangen wir mit Hussein an und dann Herr Ahmed. Und jeder weiß dann, wann er dran ist. Okay. Alamun Hamidin? Nein, Hamidi, oder? Hier sagen wir Qalamu. Also okay. Für U, weil es bestimmt ist. Hamid. Hm. Und dann Herr Hamidin, weil das Genitiv ist. Okay, okay. Hab ich cool falsch gemacht. Okay, okay. Und links? Miftahul Beiti. Genau, richtig. Okay, Ahmed. Beitun und Abbasun, also Beitu Abbasin. Genau. Was ist das? Dukanun Ettajiru. Also, ein Moment, Dukkanu Tajirin? Tajir ist bestimmt. Achso, ja, dann Dukkanu Tajiri? Genau, richtig. Okay. Müssen wir die Wörter auch immer vorher lesen oder einfach? Also, ich glaube, es ist schon alles deutlich für euch. Deswegen müssen wir jetzt nicht überhalten. Ja. Ghurfatu Aliyin. Genau. Baytul Muhandisi. 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 Achso, ja, genau, Muhandis. Ingenieur. Ghurfatu Aliyin. Wir sind bei dem unteren, Deftar und Said. Dann Defteru Sa'idin. Genau. Und Ismul Waladi. Genau, richtig. Hussein? Mandilu Yasirin. Mhm. Und Kitabullahi. Ja, das ist nicht Kitabullahi. Eine Frage. Hört ihr die Geräusche, die hinter mir sind, laut oder geht es noch? Ja, man hört es, aber es ist okay. Okay. Also meiner Meinung nach. Okay. Das nächste dann? Qamisu Ammarin. Mhm. Und Bintul Tabibi. Genau. Hussein? Bintul oder Bintul? Bintul Bintul Tabibi. Bintut Tabibi. Ich mach weiter, oder? Ja, du bist dran. Sariru Khalidin. Mhm. Und Miftahul Sayyarati. Genau, hier wieder die Shadda. Miftahul Sayyarati.
Achso, genau, Miftah al-Sayyar, da habe ich ihn wieder. Ja. Okay. Jetzt bei 3, Iqra, Waktub, Ma'adabt, Awakhir al-Kalimat. Also alles ist korrekt. Wir müssen nur wissen, wie man das liest. Okay. Wir machen das auch wieder in Zeilen. Ahmed fängt an und dann Hussein und dann nachher die letzte Zeile wieder Ahmed. Okay. Babul. Ganz kurz. Achso. Babul Madrasati. Genau. Himarur Rajili. Rajuli. Rasu Rajuli. Himarur Rajuli. Beitu Hamidin. Seyyaratul Mediri. Mudiri, oder? Genau, Mudiri, direkt. Mendilu Ammarin. Min Kesra. Min. Heißt das Mendil? Ja, auf Türkisch ist Mendil. Auf Arabisch so, Min. Aber ist Taschentuch, oder? Wie bitte? Ist aber Taschentuch übersetzt. Ja, genau, Taschentuch. Okay, alles klar. Mendilu Ammarin. Ismu Talibu. Talibi. Ismu Talibi. Ja. Beitullah wieder. Fi kitabul fi kitabullah fi kitab fi kitabillah genau fi wegen dem genau. Wegen der Präposition genau Ahmed dann min baytil mudarrisi min baytil genau ala maktab ganz gut was ist es also ala maktabil mudiri. Genau, richtig. Okay, jetzt haben wir noch Iqra, lesen. Ist fast das Gleiche. Machen wir das so, dass jeder zwei reinliest. Hussein und dann wieder Ahmed. Eine Beitil Mudar. Nein, Beitul Mudarrisi. Genau. Hua Ba'idun. Al-Quran Nu Kitabullahi. Genau, richtig. Die nächste Seite. Al-Ka'batu Baytullahi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Rasulullahi. Genau. Hussein? Kharaj al-mudarrisu min ghurfati al-mudiri. Genau, richtig. Weiter, oder? Ja. Hada Beit. Hada Beitu Hamidin. Wadhalika Beitu Khalidin. Nein. Genau. Doch, Khalidin, ja. Wenn ihr etwas bei der Bedeutung nicht versteht, könnt ihr mich immer fragen. Ich glaube, ich verstehe das so. Auch so, was heißt nochmal Kharaja? Rausgehen oder so. Genau. Genau, rausgehen, oder? Rausgehen. Genau. Okay. Dann. Okay. Steht da Ibnu? Genau, Ibnu. Achso, Ibnu. Ibnu. Also, Ibnu Ammarin. Talibu. Wa Ibnu. Talib, ist das bestimmt oder unbestimmt? Habe ich. Also, Ibnu Ammarin. Ibn Ammarin Talibun genau wa Ibn Yasirin Tajirun genau dann Beitul Mudarrisi Ba'idun wa Beitul Tajiri Qaribun genau Hussein
هذا مف هذا مفتاح السيارة oder ja doch und سيارة سيارتي oder سيارتو سيارتي genau مفتاح سيارتي und أين مفتاح البيت genau من أنت يا ولدي أنا ابن عباس Muss es Min sein? Wie bitte? Nein, das heißt doch, wer bist du? Min. Min genau. Heißt doch von. Also, aber sagt man, wenn man sagt, Men enter ja waladi, waladi, wenn man auf Kesra endet, heißt es doch eigentlich immer mein Kind dann sozusagen, oder nicht? Eigentlich, hier müsste es eigentlich ja waladu sein. Oh mein Kind, oder oh Kind. Weil wenn du sagst, ja waladi, da musst du noch ein Ja hinzufügen. Dann hieß es, oh mein Kind. Ja, das meine ich genau. Also heißt ja waladu, ja? Hier müsste es eigentlich ja waladu sein. Okay. Also bei dieses Monade, bei dem Rufen, gibt es sowieso 5 Arten von Ruf. Und bei jedem ändert sich ein wenig die Regel. Deswegen hat es später noch ein großes Thema. Okay. Also, man ant ja waladu, ana ibn Abbasin. Genau. Ahmed? Steht da jetzt wa ibn oder steht da wa ibn? Wa ibn. Wa ibn, wa? Wa ibn, wa ibn, man huwa? Huwa ibn khali, wat huwa ibn khali din. Genau, richtig. Und dann, أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المدينة Hier müssen wir noch mal ein bisschen nachgucken. أين مسجد Du hast رسول gesagt. Dann musst du dann رسولي sagen, oder was? Genau, weil die Moschee des Propheten Allahs. Also أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المدينة. Genau, richtig. Okay, Hussein. Also ich zum Beispiel ganz kurz, also die ist bei Rasulillah. Jetzt, es kann sein, dass manchmal 2, 3 hintereinander kommt, dieses Genitiv. Ja. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel durcheinander komme, dann sage ich mir, Aina Masjidur Rasuli. Yani du machst Allah weg und dann hält die Moschee des Propheten. Dann kannst du es schnell verstehen. Achso, okay. Okay. Okay, 13. Okay, Bintu Hamidin fil Madrasati wa Bintu Muhammadin fil Hi. Was viel viel Jamia viel Jamiati genau Hussein Jamia was bedeutet das hier steht schon University genau Universität und was ist Jamia ohne Tamarbuta Jamia ist Dings oder Gemeinde oder Nein. Oder? Doch? Also, ist okay. Jamia. Also, Jamia ist Gemeinde, das weiß ich. Genau. Aber Jamia? Jamia ist. Auf Türkisch sagen wir doch Jamia. Moschee oder was? So ist es Moschee? Genau. Ach, krass. Ich hab Aber es gibt einen Unterschied zwischen Masjid und Jamia. Masjid ist klein. Jamia ist groß. Also kommt ja, das die Gemeinde, also dort versammelt man sich. Und früher hat man dann eben Moscheen gehabt und einen Jamia in der Stadt. Die Moscheen sind dazu da, dass du deine 5 Gebete betest. Aber der Jamia war da für den Jumma, für den Freitagsgebet. Ach so, okay. Also im Türkischen wird Masjid immer so benutzt für
wenn man zum Beispiel ein Restaurant hat und da hat man so einen Gebetsraum, dann zum Beispiel sagt man Masjid und Jami ist halt ganz normal Moschee halt, so wie man es weiß halt. Jami ist eine große Moschee, also wie zum Beispiel in Berlin die Schehitlik-Moschee, das ist Jami, weil die ganz groß ist. Ist okay. Naja, ich meine, wie gesagt, auf Türkisch halt Dings. Also wenn man in Türkei ist zum Beispiel und man sagt Masjid, dann ist es halt so ein Gebetsraum gemeint damit. Nicht eine Moschee, sondern ein Gebetsraum. Ja. Okay. Ja, aber Masjid könnte schon ein bisschen größer sein, Jan. Muss ja nicht so klein sein, wie du es So, jetzt okay. Ja, gerade also beschrieben hast. Masjid ist schon echt klein, so wenn man so überlegt. Aber egal, ist am Thema vorbei. Okay. Bei 14, oder? 14. Ismul Mudarrisi Sa'idun wa ismul Muhandisi Khalidun. Genau. Ahmed. Ammu Talibi Ghaniyun und Babul Masjidi Meftuhun Wababul Madrasati Mughlaqun. Genau. Hussein? Was Mughlaqun? Mughlaqun geschlossen. Ist okay. Okay. Und Meftuhun heißt doch offen, oder? Genau, geöffnet. Okay, geöffnet. Khali, nein, Khale. Khalu. Khal ist, Achso, Khale Onkel, oder? genau, aber von der Mutterseite. Ja, genau. Khalu Hamidin Faqirun. Und Sayyaratun Sayyarat. Abbasin. Sayyaratun? Genau. Warum sagen wir Sayyaratu und nicht Sayyaratun? Ich glaube, weil es auf Abbas bestimmt ist, oder? Genau, richtig. Okay, also Sayyaratu Abba. Abbas. Abbasin, oder? Genau, Abbasin. Sayyaratu Abbasin. Was steht da? Fi Thari'i oder Fi Scharia. Also Fi Shari'i, das ist ein bisschen nichts, als zu klein für mich gerade. Was ist Scharia? Scharia ist Straße. Was ist das? Straße? Wasser? Straße. Also das Auto von Abbas ist auf der Straße. Straße, achso, Müsste es wie auf aber dann Türkisch. nicht alles Scharia heißen? Nee, auf Arabisch sagen wir in der Straße. Achso, okay. Die Okay. Scharia, oder? Mit Kesra. Genau, mit Kesra. Weil das Ism majrur ist. Also durch die Präposition. Okay, dann machen wir hier Stopp. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.